Hallo und herzlich willkommen im Wald, in den Isarauen übrigens. Und heute gibt es mal eine gemischte Waldfragestunde, und zwar zweimal Feuerrecht und einmal ja, ein etwas anderes Thema. Fangen wir an mit dem Feuerrecht. Und zwar, wie ist denn das mit Gaskocher im Wald? Fassen wir das mal zusammen. Also sämtliche Kocher, alle, ohne Ausnahme. Da gibt es so Theorien, dass die, wenn sie dann einen geschlossenen Brennraum besitzen, erlaubt sind, weil es dann keine offene Flamme ist. Nee. Das ist also auch wirklich bloß so ein Gerücht. Die sind alle trotzdem verboten. Also ausnahmslos. Ausnahme ist dann wieder an so offiziellen Feuerstellen. Da dürfte man dann quasi in die Feuerstelle rein, auch seinen Kocher stellen und den da dann betreiben. Das wäre kein Problem. Hingegen seinen Kocher irgendwo in den freien Wald in Anführungszeichen zu stellen, das ist theoretisch auch alles verboten bzw. genauso genehmigungspflichtig wie das Feuer, und es gelten da dieselben Voraussetzungen, um eine Genehmigung zu bekommen wie eben beim Feuer, siehe mein Feuervideo. So viel zur Theorie. In der Praxis macht es natürlich sehr wohl einen Unterschied, ob man jetzt ein Lagerfeuer am Waldboden anzündet, damit auch einen gewissen Schaden am Waldboden selber anrichtet. Das lässt sich einfach nicht vermeiden, das ist so. Man kann sich streiten, inwiefern dieser Schaden schlimm ist. Das ist wirklich Definitionssache. Viele Leute sagen, es ist schlimm, allein schon, weil man Spuren in der Natur hinterlässt und die Natur damit nicht mehr so natürlich ist wie vorher, weil da mal jemand da war und ein Feuer gemacht hat. Ist sicherlich richtig, wenn man da jetzt wirklich zum Beispiel sich mal Schweden anguckt, wo man ja offiziell Feuer machen darf, da entlang von großen Wanderwegen, was man da an Feuerstellen findet. Das ist schon wirklich so viel, dass ich es nachvollziehen kann, wenn sich davon der ein oder andere gestört fühlt. Ja, bei uns ist es ja natürlich noch kein Thema, weil man ja Feuer machen überhaupt nicht darf und es daher auch kaum jemand macht, beziehungsweise kaum jemand diese Genehmigung halt eben hat, ein Feuer zu machen. Ja, aber wie gesagt, in der Praxis mit dem Kocher, da wird kaum jemand was dagegen haben. Also sofern man jetzt nochmal guckt, wo man den Kocher aufstellt. Im Idealfall irgendeinem Platz, der vegetationsfrei ist im größeren Umfang, meinetwegen das Ufer von einem kleinen Bach im Wald. Wenn man das nicht hat, vielleicht hat man ja auch einen Platz vor irgendeiner Hütte, in der man unter Umständen auch übernachten möchte. Dann könnte man sich natürlich da sein Köcherchen hinstellen. Vielleicht findet man auch einen Parkplatz am Waldrand. Da könnte man sich sein Köcherchen auch wunderbar hinstellen. Das sind so Situationen, das müsste schon arg mit bösen Dingen zugehen, wenn da jetzt jemand sagt, nö, das dürfen sie nicht, das ist verboten. Wie gesagt, rechtlich gesehen, das ist es. Aber da kann ich, glaube ich, wirklich guten Gewissens behaupten, das geht schon. Also wenn man da ein bisschen freundlich ist und wieder Grundsatz Nummer 1, kein Müll liegen lässt, und Grundsatz Nummer 1 zum Feuer machen, das Ding immer beaufsichtigt, also die Flamme grundsätzlich immer unter Aufsicht. Also immer irgendwer, der da dran hockt und da drauf guckt. Also nicht nebenher am Handy spielen oder sonst wie, sondern wirklich immer schön beaufsichtigen, dann kann ja wirklich überhaupt nichts passieren. Und damit müsste das dann eigentlich funktionieren, dann ist das auch in Ordnung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand großartig durchdreht, weil man da mit einem Gaskocher oder meinetwegen einem Spirituskocher oder irgendeiner anderen Kochgeschichte, der Benzinkocher wird im Wald ja kaum angewendet, weil er so viel Krach macht. Im Prinzip sind die eigentlich ziemlich gut, die Dinger, aber ja, gut, fossile Brennstoffe, aber das ist der Gaskocher auch. Naja, wie gesagt, das sollte normalerweise kein Problem sein, weil also da muss man schon päpstlicher als der Papst sein, um zu sagen, okay, dieser Kocher, der zündet mir jetzt den ganzen Wald an, obwohl weit und breit kein Wald ist und man sich mitten auf einer vegetationsfreien Fläche befindet. Gut, also so viel dazu. Mitten im Wald wäre ich dann wieder ein bisschen vorsichtiger. Also da muss ich dann schon wieder sagen, nee. Da sollte man sich dann schon wirklich so eine Stelle suchen, wo halt vegetationsfrei ist. Es tut auch ein riesengroßer Stein. Wobei, wenn man irgendwo ist, wo riesengroße Steine einfach mal so in der Landschaft rumliegen, dann sind die Chancen, dass es ein Naturschutzgebiet ist, sehr groß. Und in einem Naturschutzgebiet ist natürlich dann auch Kochen mit Kocher oder Feuer machen oder so wirklich tabu. Und daran sollte man sich auch wirklich, wirklich halten. Also allein schon aus Naturschutzgründen. Also jetzt mal völlig abgesehen von der rechtlichen Situation, dass es da dann auch wirklich heftig verboten ist und dann auch richtig teuer wird, wenn man erwischt wird. Allein schon aus Naturschutzgründen, und Naturschutz liegt uns ja allen am Herzen,
sollte man wirklich in Naturschutzgebieten auf jede Form von Feuer verzichten. Gut, haben wir das. Nächste Frage war, wie ist denn das mit den Leuten, die YouTube-Kollegen, die irgendwelche Waldhütten besitzen und teilweise da wirklich richtige Waldbungalows haben und da drin dann hausen und solche Dinge tun? Wie ist da die rechtliche Situation? Ich blende es euch mehr oder weniger ein. Und dann ist noch die Frage, was passiert denn da so haftungsmäßig, wenn jetzt sowas im Wald steht und es kommt meinetwegen ein Kind und springt drauf rum und das Ganze kracht zusammen und Kind hat einen Baumstamm in der Brust oder im Kopf oder war das jetzt böse? Weiß nicht. Jedenfalls, ja, wie ist da die Situation? Es ist folgendermaßen, natürlich ist das Bauen von so einer Hütte jetzt für Otto Normalverbraucher nicht gestattet. Weil man dann schon irgendwie wieder so ein bisschen damit argumentieren könnte, dass das eine dauerhafte Bleibe im Wald ist, die man da errichtet hat, und da ist dann mit Bivakieren kann man da echt nicht mehr argumentieren. Das ist ja dann wirklich schon potenziell langfristiges Wohnen im Wald und das ist nicht erlaubt, das darf man nicht. Also im Wald wohnen wirklich ist eigentlich nicht zulässig. Damit hat sich das eigentlich auch schon erledigt und insbesondere dann, weil diese Hütten in der Regel fast auch immer noch eine Feuerstelle haben, bei der ersichtlich ist, dass diese auch genutzt wird, dafür eine Genehmigung zu bekommen. Stelle ich mir jetzt, wenn man so eine Hütte bauen darf, dann stelle ich mir relativ einfach vor, dann auch noch eine Genehmigung für so eine Feuerstelle zu bekommen. Aber erstmal, was muss man denn sein, um so eine Hütte bauen zu dürfen? Nämlich der Grundstückseigentümer schlicht und ergreifend. Also wenn das wirklich euer Wald ist, dann dürft ihr da natürlich auch so eine Hütte reinbauen. Und in eurem Wald dürft ihr auch zeitweilig wohnen. Es darf theoretisch immer noch nicht euer Hauptwohnsitz sein, weil ein Wald einfach keine Wohnfläche ist und man im Wald nicht wohnen darf, dauerhaft. Aber das ist alles so wirklich abseits vom Waldgesetz und rechtlich ganz schwierig feststellbar, wie da jetzt die genaue Situation ist. Da muss wirklich der Experte ran und da traue ich mich jetzt auch nicht so ganz, das zu sagen. Aber man kann schon mal davon ausgehen, dass wenn jetzt zum Beispiel ich, der ich keinen Wald selber besitze, mir irgendwo eine Hütte in den Wald stellen würde, dann wäre die auf jeden Fall illegal, in Anführungszeichen. Jetzt ist es ganz so, dass solche Hütten natürlich geduldet werden. Allein schon, weil die Chance besteht, dass die Hütten von Kindern sind und es die allermeisten Förster eigentlich gerne sehen, wenn Kinder im Wald spielen und da irgendwelche Hütten errichten und sonst was. Vielleicht kommt er mal vorbei und klärt die auf. Dahingehend, dass das ja alles schön ist, was sie hier machen und so weiter und so fort, aber in jeder Möglichkeit nicht ganz so viele Nägel in den Baum klopfen sollen. Je nach Förster, vielleicht weniger freundlich, vielleicht mehr freundlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinder für so einen Hüttenbau wirklich Ärger kriegen würden, auch wenn es sich um einen richtigen Bungalow handelt und sie sich da richtig Arbeit und Mühe mitgeben, eben diese Hütte da zusammenzubauen. Meine Hütten im Wald früher, also ich bin jetzt nicht so der riesengroße Technikus, aber ich hatte einen Kumpel, der war da sehr gut drin. Da haben wir immer darauf geachtet, dass wir keine Nägel in Bäume gehauen haben und haben, wenn wir überhaupt Nägel verwendet haben, die dann nur in irgendwelches Totholz geklopft und alles andere mit Schnur gelöst. Also wir waren größtenteils nägelfrei unterwegs. Weshalb unsere Hütte, ich glaube, 12 Jahre lang gestanden ist. Dann ist sie irgendwann von alleine zusammengebrochen. Aber der Förster ist nie auf die Idee gekommen, unsere Hütte irgendwie anzurühren. Hat uns da auch eigentlich nie aufgesucht bzw. gefunden. Innerhalb der 12 Jahre wusste der garantiert irgendwann mal, dass da diese Hütte ist. Aber hat ihn nicht interessiert. Also das kann man jetzt als Aufforderung nehmen, wenn man sich eine Hütte in den Wald baut, die so aussehen zu lassen, als würde sie Kindern gehören. Wie auch immer. Theoretisch darf man es eben nicht. Und die Sache mit dem Feuer, ja, das ist halt eben das Gleiche wie beim Feuer. Bei meinem ursprünglichen Feuervideo auch. Darf man nicht, muss man sich genehmigen lassen. Ich will jetzt den Kollegen, die solche Hütten im Wald haben, einfach nichts Böses unterstellen und gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die alle Waldbesitzer sind. Bei einigen wird es sicherlich auch zutreffen. Vielleicht auch wirklich bei allen. Ich weiß es nicht. Es ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Und ja, wenn man dann das persönliche Risiko eingehen möchte, auch noch zu filmen, wie man in einer illegalen Waldhütte hockt, sofern sie dann illegal ist, dann ja bitte. Ich werde das auf jeden Fall nicht machen. Ich besitze so ein Ding auch wirklich nicht. Und ja. Aber jetzt die Sache mit den Kindern. Wenn jetzt Kinder kommen und auf dieser illegalen Waldhütte rumtouren oder auch legalen Waldhütte rumtouren,
Wer haftet dann, wenn das Kind runterfällt? Das ist relativ simpel, rein nach Gesetzlage, wobei natürlich ein Richter auch wieder anders entscheiden kann. Aber eigentlich ist es so, und da gab es auch schon Präzedenzurteile in diese Richtung, wer in den Wald geht, muss damit rechnen, dass er durch waldtypische Gefahren unter Umständen verletzt werden könnte. Heißt, er muss damit rechnen, dass er in ein Loch fällt. Er muss damit rechnen, dass er irgendwo stolpert über einen Ast. Er muss damit rechnen, dass ihm eventuell ein Ast auf den Kopf fällt. Und er kann sich nicht beklagen, wenn irgendwelche Waldwege voller Holz liegen, weil irgendein Baum umgefallen ist, denn das passiert im Wald. Was anderes ist das bei Hauptverkehrsstraßen, irgendwelchen Bundesstraßen und sonstiges Zeug. Da besteht Verkehrssicherungspflicht. Da hat der Förster, der da an dieser Stelle zuständig ist, dafür zu sorgen, dass da wirklich eben dann keine Bäume auf der Straße liegen und auch keine Bäume an der Straße stehen, von denen Äste runterfallen könnten. Falls das dann doch passiert, dann muss er tatsächlich haften. Mitten im Wald ist das tatsächlich eben so, wer in den Wald geht, trägt das Risiko selber. Da ist sich das Waldgesetz relativ einig. Das ist auch in allen Bundesländern mehr oder weniger so. Teilweise steht es direkt im Waldgesetz, teilweise steht es nicht drin, aber das ist schon wirklich überall so. Und normalerweise kann der Förster nichts dafür, wenn irgendein Hinz und Kunz irgendwas in den Wald stellt, ein Kind kommt und drüber fliegt, dann ist der Förster definitiv nicht schuld. Derjenige, der das in den Wald gestellt hat, der könnte durchaus schuld sein, zumindest mit Schuld. Wenn man das dann in Erfahrung bringt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann beim Gericht so irgendwie so ausgehen könnte. Aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich bin weder Richter noch Jurist, darf auch keine Rechtsberatung machen und kann die Situation jetzt so sehr nicht überblicken. Das ist jetzt nur meine Meinung desjenigen, der Forstwissenschaft studiert hat. Das ist vielleicht ein bisschen besser als die Meinung desjenigen, der nicht Forstwissenschaft studiert hat, aber mehr auch nicht. Also bitte nicht zu viel reininterpretieren. In der Regel ist es halt, wie gesagt, so, wer in den Wald geht, trägt das Risiko selber, ganz egal, was er da tut und wo er rumklettert und so weiter und so fort. Weil im Prinzip ist es ja auch egal, ob jetzt Kind quasi auf einen Baumstamm klettert und da runterfällt oder auf irgendeine Hütte klettert und da runterfällt, wenn Kind doof genug ist, irgendwo hochzuklettern und dann runterzufallen. Also doof genug hochzuklettern. Hochklettern ist ja per se schon mal gut. Und wenn man dann runterfällt und es überlebt, dann hat man doch ein schönes Erlebnis gehabt. Das ist also meine Meinung zu dem Thema. Ich finde insgesamt nicht, dass man Kinder großartig beschützen müsste, dafür in den Wald zu gehen, davor in den Wald zu gehen und dann dürfen sie auch mal wo runterfliegen. Und ohnehin ist es pädagogisch extrem sinnvoll, ein paar Mal in den Brombeeren und den Brennnesseln gelegen zu haben. Da kann man sehr viel bei lernen. Ja. Jo, und dann kommen wir zu Frage in Anführungszeichen Nummer 3. Steht hier unten. Und da geht es drum, was denn schlimmer ist, Klopapier in den Wald schmeißen oder das in den Wald schmeißen, wofür man das Klopapier benutzt hat. Ihr könnt es euch denken. Ja, und zwar ist tatsächlich so, wenn man Papier in den Wald schmeißt, insbesondere Klopapier, das vergleichsweise gut abbaubar ist, das soll es ja sein, sonst wird es ja ewig lange in der Kanalisation und sonst wo rumschwimmen, dann liegt das da erstmal ein Weilchen. Das liegt da vielleicht 3 Jahre. Naja, schwer zu sagen, aber viel länger auf jeden Fall nicht. Und dann ist es verrottet. Beziehungsweise dann ist es zumindest nicht mehr als Klopapier zu erkennen und es stellt kein ästhetisches Manko im Waldbild mehr dar. Anders ist es halt eben, wenn man da regelmäßig, also wenn da regelmäßig Klopapier im Wald liegt, ja gut, dann rottet das halt regelmäßig alle 3 Jahre weg. Beziehungsweise da stellt sich dann irgendwie so eine Balance dann irgendwann ein von der Menge an Klopapier, die halt gerade zu sehen ist und der Menge an Klopapier, die gerade weggerottet ist. Das Papier an sich enthält kaum Nährstoffe, das enthält aber auch nicht wirklich jetzt großartige Giftstoffe. Sofern es nach moderner Papierherstellungstechnologie hergestellt ist, da passiert im Wald jetzt nicht wirklich viel, ob du jetzt da Klopapier reinschmeißt oder nicht. Oh, das ist nicht so schlimm. Aber wichtig ist vor allen Dingen in Naturschutzgebieten. Ich muss dazu sagen, in Naturschutzgebieten, weil Naturschutzgebiete sind meistens Gegenden, in denen relativ wenig Nährstoffe im Boden vorhanden sind, weil sonst wäre es in der Regel kein Naturschutzgebiet. Weil wenn irgendwas anders ist als im Standardwald, der standardmäßig schon genug Nährstoffe enthält, sagen wir einfach mal genug, da würde es nicht keinen großen Unterschied machen, ob jetzt genug Nährstoffe plus ein bisschen zustande kommt. Ganz was anderes ist es dann halt eben in Naturschutzgebieten, die dann meistens dadurch charakterisiert sind, dass sie entweder sehr, 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 sehr viele Nährstoffe enthalten oder sehr, 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 sehr wenig. Im Fall, dass es sehr, 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 sehr viele sind, das sind dann im Prinzip irgendwelche Auwälder, die unter Naturschutz stehen, weil sie besonders schön und besonders selten geworden sind mittlerweile. Da kann man in den Wald scheißen.
ökologisch gesehen ist das egal. Schön ist es deswegen natürlich trotzdem noch nicht und man sollte es nach Möglichkeit trotzdem sein lassen, wenn da viele Leute unterwegs sind, die sich dadurch gestört fühlen könnten. Aber ökologisch gesehen ist das nicht so wichtig, hingegen jetzt eben auf einem Standort, der wenig Nährstoffe im Boden hat. Da ist so eine Hinterlassenschaft, gerade eben von einem omnivoren Säugetier wie uns, durchaus etwas, das so viele Nährstoffe enthält, die normalerweise im Boden eben sehr rar sind, in unserer Nahrung aber ordentlich drin, insbesondere unsere industriell gefertigte Nahrung, die da wirklich von Nährstoffen nur so strotzt eigentlich. Da ist also so quasi menschlicher Dünger ein sehr, 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 sehr guter Dünger. Jetzt könnte man meinen, ja okay, dann tue ich der Natur ja was Gutes, dann können da ja die Pflanzen besser wachsen. Stimmt, aber da können dann nur spezielle Pflanzen besser wachsen, nämlich diejenigen, die mit vielen Nährstoffen, die das gewöhnt sind und mit vielen Nährstoffen diese auch so ausnutzen können, dass sie dadurch einen riesen Wachstumsvorsprung gegenüber Pflanzen bekommen, speziell Pflanzen, also es geht jetzt nicht so sehr um die Tierwelt, gegenüber Pflanzen bekommen, die halt eben viele Nährstoffe nicht umsetzen können, weil sie es gewöhnt sind, mit wenig Nährstoffen klarzukommen. Wenn dann jetzt doch mal viele Nährstoffe da sind, das hilft denen jetzt erstmal gar nicht so sehr. Und wenn das häufiger der Fall ist, also sprich regelmäßig jemand da irgendwo ins Naturschutzgebiet scheißt und da man da die Wege in der Regel nicht verlassen darf, meistens sehr nah an der Nähe vom Weg, führt das irgendwann dazu, dass man wirklich mit dem Weg eine Schneise durchs Naturschutzgebiet hat, die viel mehr Nährstoffe enthält als der ganze Rest vom Naturschutzgebiet. Man kann also so einen Weg, selbst wenn man den Weg abbauen würde, könnte man ihn dann daran erkennen, dass da einfach eine ganz andere Vegetationszusammensetzung wächst, einfach dadurch, dass an dem Weg so viel zusätzliche Nährstoffe ins Ökosystem gekommen sind. Gerade dieses empfindliche, unter Naturschutz stehende. Besonders krass ist das im Moor. Da gibt es eigentlich kaum noch einen Fall, wo das schlimmer ist, wenn man da irgendwie wo was fallen lässt. Auch schon schlimm ist, wenn man Bananenschalen, Eierschalen, sonstige Sachen, wo man sagt, oh, das ist doch Bioabfall, das kann ich doch in die Natur werfen, da reinwirft. Das enthält auch alles so viel Nährstoffe für diesen extrem nährstoffarmen Raum, den ein Moor beispielsweise eben eigentlich darstellt, dass das das Ökosystem völlig durcheinander bringt und da Dinge aufkommen, die da nicht hingehören. Jetzt kann man sich wieder fragen, ist das denn schlimm, wenn da Dinge aufkommen, die da nicht hingehören? Und das ist jetzt wieder so eine moralische Frage, die in der Natur ja nicht gestellt wird, weil es ja in der Natur kein richtig und falsch gibt. Ich erzähle das jetzt schon zum zweiten Mal heute, weil ich die andere Fragestunde, da kommt das auch drin vor und die habe ich auch eben aufgenommen, daher egal. kann man sich eben fragen, inwiefern, ne? Aber es ist in jedem Fall definitiv nicht schön für die Leute, die da durchlaufen und dann quasi das Naturschutzgebiet sehen wollen und eben diese spezielle schützenswerte Natur an dieser Stelle und stattdessen irgendwo so ein Mittelding zwischen dem eigentlichen Schutzgebiet und einem Klo zu sehen bekommen. Das ist natürlich weniger schön. Dann war ja in die Frage auch noch integriert, inwiefern dann man richtig dann seine Notdurft verrichtet. Im normalen Wald ist es wie gesagt nicht so wichtig. Da gibt es genug Nährstoffe überall. Wenn jetzt an einer Stelle ein kleines bisschen mehr Nährstoffe sind, das verteilt sich. Und im normalen Wald rennt ja auch nicht auf einem und demselben Weg wirklich eine richtig große Anzahl an Leuten durch, wie das in Naturschutzgebieten dann ja auch meistens der Fall ist, weil die ja doch touristisch gut erschlossen sind. Verständlicherweise, ich gehe da ja auch gerne rein in sowas. Und da ist es dann eigentlich im deutschen Wald nicht so wichtig. Wie man das jetzt technisch gesehen genau macht, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, kann ich auch mal irgendwann, aber ist da jetzt erstmal egal in Deutschland. Es gibt auch Länder, da ist das grundsätzlich nicht egal, wie und wo man, ne? Aber hier bei uns ist das dann nicht wichtig. Wie gesagt, außer man ist im Naturschutzgebiet oder einem Landschaftsschutzgebiet, das dadurch charakterisiert ist, dass da ein recht niedriger Nährstoffgehalt im Boden herrscht. Dann spielt es eine Rolle. Und sonst ist nicht so wichtig. Und das Klopapier, gut, schmeißt es bitte trotzdem nicht in die Gegend, nur weil es schnell verrottet, es sieht trotzdem blöd aus. Aber rein ökologisch gesehen, ist es jetzt weniger schlimm, das Klopapier dahin zu schmeißen, als das, wofür man das Klopapier gebraucht hat. Gut. Und damit sind wir auch dann durch. Das ist ja schon wieder ein bisschen länger geworden, aber was soll ich machen? Es waren ja auch 3 Fragen, von daher finde ich das jetzt legitim. Und jetzt gehe ich Käsespätzle kochen. Nicht im Wald, daheim. Macht's gut.
Ciao.